Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen und dem Bericht aus Bonn. Fernsehen und Hörfunk bieten Ihnen eine Fülle von Programmen, die Sie täglich für Ihre Rundfunkgebühr empfangen können. Ein Beispiel: das ARD-Wunschkonzert mit Dagmar Berghoff und Max Schautzer. Und vielen beliebten Künstlern wie Margot Werner. Für ihren Wunschtitel Männer wird die Kieler Ostseehalle mit Gliederpuppen ausstaffiert. Das Wo und Wie ist Sache des Regisseurs. Ich brauche einen mit Bart und mit Bauch. Kommt sofort, wenn auch der Bart noch fehlt. Die Kostüme fürs Ballett sind ebenfalls noch in Arbeit. Und gebügelt wird natürlich auch, damit alles glatt geht beim ARD-Wunschkonzert. Diese und viele andere Sendungen für jeden etwas bieten Ihnen ARD und ZDF für Ihre Rundfunkgebühr. Melden Sie bitte Ihre Radio- und Fernsehgeräte an, falls Sie es noch nicht getan haben. Anmeldeformulare gibt's bei Banken und Sparkassen. Nur ausfüllen und ab an die GEZ. Auch für Radio- und Fernsehgeräte am Arbeitsplatz gilt: erst anmelden, dann einschalten. Damit noch viele Wünsche in Erfüllung gehen. Meine Damen und Herren, Rudolf Brack und Sabine Bethmann stehen im Mittelpunkt des österreichischen Spielfilms Heimat, dort wo die Blumen blühen, den wir Ihnen nun zeigen. Um eine schmerzliche Liebe geht es in dem gefühlvollen Heimatfilm, in dem die Wiener Mozart-Sängerknaben für die musikalische Begleitung sorgen. Der Film entstand 1957 in der Regie von Franz Antl.